So Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot Insane Trilogy. Vielleicht merkt ihr ja schon, dass es ein bisschen was anderes ist als sonst. Das liegt daran, dass ich diese ganzen Level bereits gespielt habe, die wir in diesem Part sehen werden. Das wiederum liegt daran, dass ich diesen Part eigentlich schon aufgenommen habe. Den nächsten Part habe ich auch aufgenommen. Dann wollte ich hier diesen Part hochladen, bis mir aufgefallen ist, hey, das Video, das habe ich noch gar nicht gerendert. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Rohdateien vor, also die Videodateien nicht mehr habe. Die Audio-Files, die habe ich noch, falls ihr die haben wollt. Aber die Rohdateien von den Videos, die habe ich leider nicht mehr. Deswegen müssen wir das Ganze nochmal machen. Wir gehen jetzt ins Lights Out Level. Die Rohdateien von dem nächsten Level habe ich noch. Also keine Angst, aber die von dem hier habe ich schon gelöscht, weil ich gedacht habe, ich habe das Video schon gerendert. Und ich muss sagen, das ärgert mich echt megamäßig, weil ich hätte doch lieber das Originalvideo gezeigt, in dem ich alles im First Try geschafft habe. Also dieses Level habe ich im First Try geschafft, das nächste habe ich auch im First Try geschafft. Das danach aber, was wir in diesem Part sehen werden, habe ich nicht im First Try geschafft. Das liegt daran, dass es ziemlich schwierig ist. Ihr seht schon, Aku spendet uns Licht. Wenn seine Energie aber ausgeht, wird es wieder stockfinster. Das heißt, wir müssen neuen Aku einsammeln, beziehungsweise seine Energie wieder aufladen. Und dann geht es eigentlich auch schon weit. Mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe, diesen Part bei einem Bosskampf zu starten. Verdammt. Oh nee, jetzt muss ich euch das Level nochmal zeigen, beziehungsweise nochmal zum ersten Mal zeigen. Aber ich spiele es halt nochmal und ich habe meine Tradition nochmal beibewahrt. Ja gut, das hat eine spezielle Ausnahme hier. Und ich muss sagen, ich bin sogar ein bisschen genervt. Muss ich zugeben. Man kann es zwar jetzt nicht ändern, also das Spiel ist überhaupt nicht schuld daran. Also es ist einfach meine Schuld, weil ich zu blöd war und dachte, hey, das habe ich schon gerendert, kann ich es ja löschen. Aber ich bin trotzdem genervt. Und ich will auch nicht so tun, als ob es mir scheißegal wäre. Weil es ist mir nicht scheißegal, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses... Seht ihr, das meinte ich, dass ich dieses Level nicht so locker easy hinkriegen werde, wie ich es in der Originalaufnahme eigentlich getan habe. Jetzt fragt sich der eine oder andere von euch vielleicht, hey Foka, in diesem Level gibt es doch einen bunten Edelstein und den musst du einsammeln, indem du alle Kisten einsammelst, ohne zu sterben, aber du bist gerade gestorben. Wieso fängst du das Level nicht neu an? Das liegt daran, dass... Ihr seht zwar hier den Edelstein, aber den Edelstein können wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben. Ich habe den Edelstein schon, da, Achtung Spoiler, ich den im nächsten Part einsammeln werde. Weil ich den aber hier noch nicht haben kann, rein theoretisch, benutze ich den Edelsteinpfad auch nicht. Und somit ist es auch scheißegal, ob wir sterben oder nicht. Ich bin jetzt zwar gestorben, aber eigentlich bin ich gar nicht gestorben, weil ich eigentlich dieses Level im First Try geschafft habe. Nun gut, jetzt ist es der Second Try geworden. Ist auch megamäßig blöd, dass man das Level eigentlich im ersten Versuch schafft und dann, wenn man es das zweite Mal macht, wenn man es eigentlich besser wissen sollte, dann schafft man es nicht im First Try. Na gut, hoffen wir wenigstens, dass das nächste Level, Jaws of Darkness sollte das, glaube ich, sein, dass wir da wenigstens alles im First Try hinkriegen, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und es wäre mir noch lieber, wenn wir das dritte Level dann im First Try schaffen würden, was wir definitiv nicht schaffen werden. So, jetzt geht's auf zu Jaws of Darkness. Wie ihr seht, da haben wir den Edelstein und da haben wir auch einen Schlüssel. Die werden wir natürlich in diesem Part auch versuchen einzusammeln. Wir brauchen den blauen Edelstein, den wir, glaube ich, Slippery Climb war der rote Edelstein. Wo haben wir den blauen nochmal eingesammelt? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben den auf jeden Fall und das ist eine gute Sache. Die ganzen Time Trials, die machen wir hier natürlich nicht. So, sondern schlagen erstmal die Schlange hier weg. Verpiesel dich, du kleine Schlange. Wie gesagt, ich kann das Level jetzt schon mehr oder weniger auswendig, kann man sagen. Also auswendig ist es nicht das richtige Wort, weil es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich den Originalpart aufgenommen habe. Auch wieder nicht First Try. Oh Mann, okay, scheiß auf die ganzen Wumperfrüchte. Ich will jetzt dieses Level nur noch beenden. Da ist jetzt echt ein bisschen... Es ist ein bisschen doof. Ich übe mal schon ein bisschen für die Time Trials dann. Obwohl mir das wahrscheinlich gar nicht weiterhilft, so wie ich das jetzt hier spiele. Aber egal, ich tue mal so, als ob ich hier Speedrun-mäßig durchlaufe. Verpiesel dich, Schlange. So, Also ich habe das Level schon im First Try geschafft, aber ich habe einen einzigen Fehler gemacht, den ich hoffentlich jetzt nicht machen werde, weil dadurch, dass ich den Fehler gemacht habe, ihr werdet schon sehen, was ich meine, konnte ich
Dr. Neocortex sein, ich glaube, sein zweites Bild war es, nicht einsammeln. Und das war... Ne, Moment! Ich habe auch angelogen. Dieses Level habe ich gar nicht im First Try geschafft. Weil jetzt fällt mir ein, dass es da eine Stelle gibt, an der ich ein paar Mal gestorben bin. Okay, ja gut. Das ist gar keine Schande, wenn ich jetzt hier... Okay, wenn ich hier ein paar Mal sterbe. Das Ding ist aber, dass ich diese erste Passage richtig gut gemeistert hatte, weil die ist eigentlich die einfachste an diesem Level. Wie so ziemlich immer, der Anfang ist immer der einfachste. So, hier bekommen wir, wie gesagt, Neocortex. Wieso geht das TNT fast nicht hoch? So, fahrt jetzt erstmal ab, bis das in die Luft fliegt. Dann aktiviere ich erst den Checkpoint, damit ich nicht immer wieder zurückgehen muss, falls ich hier sterben sollte. Ein Torna-Bonus-Game gibt es hier auch, wie ihr seht. Das werden wir natürlich auch meisterlich lösen, meine meisterlichen Zuschauer. So, ich mag diese Stellen überhaupt nicht mit diesen Säulen, da ich das immer so schlecht abschätzen kann. So, und hier ist schon der blaue Edelsteinpfad. Den begehen wir. Oh ja! Ich habe hier übrigens eine Dings bekommen, eine Trophäe dafür, dass ich diesen Pfad begangen bin. Und diese Trophäe habt ihr jetzt auch nicht gesehen. Na gut, ist ja auch egal. Wir sollten, man bekommt normalerweise am Ende des Levels dann auch nochmal, beziehungsweise nicht am Ende des Levels, sondern am Ende des Cortex-Bonus-Games nochmal eine Trophäe. Die werdet ihr jetzt halt auch nicht sehen, aber ich habe die halt schon eingesammelt. So. Nochmal ein Akku, den ich eingesammelt habe. Aber wir hatten schon drei und sind super Crash und düsen hier über die blauen Edelsteine hinweg wie ein Vollprofi. Perfektissimo. So, okay. Jetzt hält es gar nicht mehr so lange, wie es eigentlich halten sollte, weil eigentlich soll es lang genug halten, damit ich... Ach, egal. Damit ich diese Kiste da oben auch mit dem Super Crash, Super Akku zerbrechen kann. So, wir haben zwar 99 Leben, aber ich will euch trotzdem zeigen, dass ich dieses Leben auch einsammeln kann. So, im Originalpart habe ich hier ein bisschen Backtracking betrieben, weil ich dachte, dass da noch ein paar Kisten sind. Musste dann aber feststellen, dass da keine mehr sind. Deswegen sind wir diesmal ein bisschen schlauer und müssen dieses ganze Backtracking nicht betreiben. So, hier ist ein Checkpoint und dieser Checkpoint ist auch ziemlich nett gesetzt. Denn genau an dieser Stelle, bei diesem Sprung bin ich ein paar Mal verreckt. Diesmal habe ich es geschafft im First Try. Sehr gut. Okay, manche Sachen laufen sogar besser als beim ersten Mal. Das freut mich immer. Das ist so ein kleiner Trost. Das ist so ein... Ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Wie im Originalpart auch. Nur, dass ich im Originalpart dann mir gedacht habe, oh, ich muss das ganze Level nochmal spielen und auch deswegen nochmal dahin geschnitten habe. Aber ich muss das ganze Level nicht nochmal spielen, sondern ich kann einfach in den Tod springen und das Ganze wiederholen. Wir dürfen nämlich diese Schlange nicht dort in das TNT-Kistchen schleudern, weil dann das Neocortex-Gesicht halt verschwindet. Und das wollen wir ja nicht, weil wir das Neocortex-Spiel, Bonusspiel spielen wollen. So, jetzt können wir das in die Luft jagen, hier das ganze Ding und hier rüber springen. Perfektissimo. Sehr, sehr, sehr fein. So, hier ist ein geheimer Weg. Die Wumpa-Früchte zeigen es einem auch schon. Und wir können hier rüber gehen. Und da seht ihr schon, da ist dann das Neocortex-Bonus-Game. Sehr schön. Bravissimo. Genau, in dem bin ich auch ein paar Mal gefehlt. Also bin ich ein paar Mal gestorben. Oder? War es das hier? Ja, doch, genau das war es hier. Hier müssen wir nämlich die ganzen TNT-Sprünge ein bisschen besser timen. Sehr schön. Das erste hier ist eigentlich ziemlich einfach. Das zweite hat es aber eigentlich in sich. So. Okay, im letzten Augenblick müssen wir hier rüberspringen und dann hier wieder zurück. Okay, diesmal hat es geklappt. Diesmal auf Anhieb geklappt. Man kann aber trotzdem noch sterben, wenn man diesen Sprung verkackt, den ich nicht verkackt habe. Okay, immerhin haben wir das Bonusspiel im First Try geschafft. Das ist auch sehr gut. Hier müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen, dass wir einen Schlüssel bekommen haben. Den Schlüssel habe ich halt schon, aber stellt euch die Animationen vor. Ihr habt die Animationen schon mal gesehen beim ersten Cortex-Bonusspiel und stellt euch auch vor, dass wir eine Trophäe bekommen haben, weil die haben wir theoretisch auch bekommen. Ihr seht sie halt nicht. Beziehungsweise ich könnte sie euch zeigen, aber ist halt eine PlayStation-Trophäe. Ihr wisst schon, wie die aussehen. Ihr seid ja richtig gute Spieler und besitzt alle Trophäen. Von dem her muss ich euch, lieben Freunden, das nicht zeigen. Wir sind eigentlich auch schon bald am Ende dieses Levels. Das freut mich, ehrlich gesagt. An dieser Stelle, okay. Dieses Bonus-Game war, das wollte ich eigentlich sagen, das war gar nicht mal so schwierig, muss man zugeben, wenn man nicht in das TNT reinspringt. Cortex-Bonus-Spiel auf Anhieb geschafft und dafür scheitere ich einfach im Torna-Bonus-Game. Das ist eine richtig, richtig feine Sache. Okay. Gut, jetzt stellen wir uns nicht ganz so blöd an, hoffe ich zumindest. Dann können wir auch schon zum letzten
Level in diesem Part gehen. Und das würde mich halt ziemlich, ziemlich freuen, meine lieben Damen und Herren. Und ich hoffe, nein, das Leben habe ich jetzt versaut. Egalissimo. Scheiß auf die Leben, wir haben mehr als genug Leben. Und deswegen ist es mir egalissimo. Ich sage ziemlich oft egalissimo. Aber egalissimo, dass ich so oft egalissimo sage. Sehr schön, hier bekommen wir noch jede Menge Leben. Und wir haben, glaube ich, wieder 99 Stück. Wir haben mehr als 99. Wir haben 199 Stück. Mich würde es echt wundern, wie viele Leben ich insgesamt eingesammelt habe. Also... Hä? Was, wieso zuckst du so rum? Wieso zuckst du so rum, du Säule? Da ist das Ziel. Kommen hier keine Fledermäuse? Hä? Danke, dass du mich weggedrückt hast, dass du mich getötet hast. Ich dachte, da kommen noch Fledermäuse. Aber gut, da habe ich mich geirrt. Stellt doch halt jetzt auch vor, dass ich den Edelstein eingesammelt habe. Weil im Originalpart habe ich den halt eingesammelt. Hier kann ich den nicht einsammeln, weil ich den schon eingesammelt habe. Und ja. Stellt euch das einfach alles vor. Ihr habt ein gutes Vorstellungsvermögen, von dem her könnt ihr euch das Ganze auch vorstellen. So, als nächstes wird es eigentlich hier zu Castle Machinery gehen. Das machen wir aber erst im nächsten Part. In diesem Part gehen wir jetzt zu diesem Bonusspiel. Das schalten wir frei, beziehungsweise dieses Bonuslevel, indem wir halt hier den Schlüssel einsammeln, den wir jetzt gerade theoretisch eingesammelt haben. Fumbling in the Dark, das ist eine deutlich schwierigere Version von Lights Out. Und hier bin ich einige Mal gestorben. Also in Jaws of Darkness bin ich auch ein paar Mal gestorben. Nämlich bei diesem einen Sprung, den ich diesmal im First Try geschafft habe. Hier bin ich aber schon bei diesem Sprung gestorben. Denn hier, das dürfen wir nicht vergessen, gibt es ein paar Kisten, die wir einsammeln müssen, um den Edelstein zu bekommen. Weil wenn wir die verpassen, haben wir natürlich nicht alle Kisten in diesem Level. So, diese Stelle ist ziemlich nervig, da ich... Oh Gott! Oh Gott, jetzt habe ich fast den ersten Sprung verkackt. Da ich keinen Bock habe, diese ganzen Kisten am Anfang nochmal einzusammeln, würde ich es ganz gerne haben, wenn wir zumindest den ersten Checkpoint erreichen, bevor wir das erste Mal sterben. Das wäre ganz angebracht eigentlich. Das wäre richtig angebracht. Okay, den Sprung musste ich auch so beim allerersten Mal nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es anders möglich ist. Alter, ist das immer knapp. Okay, jetzt kommen schon die ganzen Sensen ins Spiel. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. So, wir warten ein bisschen ab, damit wir Akku weiterhin ziemlich lange behalten können. So, verpiss dich, du kleine Drecksratte. Geh ins Mäuseparadies zu deinen Freunden. So, okay. Haben wir einen Checkpoint schon? Wir haben noch keinen einzigen Checkpoint, oder? Ging es echt so lange bis zum ersten Checkpoint? Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir den... Da ist der Checkpoint und ich habe es nicht geschafft, oder? Da war kein Checkpoint vorher. Natürlich war da kein Checkpoint vorher. Oh Mann, jetzt müssen wir das Ganze nochmal... Also, ich habe kein Problem damit, das Level von vorne zu spielen. Aber ich habe keinen Bock darauf, diese ganzen Kisten nochmal einzusammeln. Weil das ist ein bisschen langwierig. Durch das restliche Level können wir eigentlich mehr oder weniger durchrushen. Aber hier müssen wir uns so ein bisschen Zeit lassen. Oh Gott, ich unterschätze diesen ersten Sprung. Dadurch wird es immer megamäßig knapp. Aber knapp ist nicht Kopf ab, wenn... Oh, nicht, dass es jetzt noch sogar schlechter läuft als in der Originalaufnahme. Geil, ich bin genervt. Ich bin wirklich genervt, weil ich glaube, in der Originalaufnahme bin ich nicht so oft gestorben. Also vor allem nicht bei dem ersten Checkpoint. Ich glaube, ich bin einmal vor dem ersten Checkpoint gestorben und dann danach halt noch ein paar Mal. Aber jetzt sterbe ich hier wieder am laufenden Band und... Ich will auch meine Gefühle nicht vorenthalten. Ich will nicht so tun, als ob alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Weil ich bin halt einfach genervt. Und ich will, dass ihr das wisst. Ich will es jetzt nicht so megamäßig raushängen lassen. Ich glaube, das geht echt nur so. Aber ich bin genervt gerade ein bisschen. So, es geht auch ewig lang bis zum ersten Checkpoint. Das wissen wir schon. Aber das ist eigentlich nicht so tragisch. Es wäre eigentlich einfach nur tragisch, wenn wir jetzt nochmal... vor dem ersten Checkpoint sterben würden. Weil dann müssen wir nochmal die Kisten da am Anfang alle einsammeln. Und das will ich ehrlich gesagt nicht machen. So, das war ziemlich knapp, wie ich das genommen habe. Und das habe ich ziemlich dumm genommen. Oh Leute. Ihr könnt natürlich sagen, hey, ich habe den Edelstein ja sowieso schon. Ich muss euch das nicht nochmal zeigen. Aber ich will natürlich auch zeigen, dass ich es drauf habe. Ich will auch nicht nur dann zeigen, wie ich hier durchrushen, sondern ich will auch zeigen, wie ich alles einsammle. Und dazu gehören halt auch die Kisten am Anfang, obwohl die megamäßig nervig sind. Aber die gehören halt einfach dazu. So, hier warten wir ab. Und dann können wir hier rüber. Perfektissimo. Sehr schön.
Und jetzt schaffen wir das hoffentlich wenigstens zum ersten Checkpoint. Ich will das Level jetzt nicht ganz durchschaffen. Ich will lediglich den ersten Checkpoint haben. Und da könnt ihr langsam kommen, weil wir haben schon mehr als die Hälfte der Kisten jetzt eingesammelt. Und der erste Checkpoint ist noch immer nicht da. Der ist einfach noch immer nicht da, der fiese Checkpoint. Okay, das war wieder ziemlich knapp, aber es hat geklappt. So, okay. Hier warten wir nochmal ab und dann gehen wir hier rüber. So, dann sollte das Timing hoffentlich hier ganz gut hinhauen. Hier müssen wir halt ein bisschen abwarten. Hier müssen wir ein bisschen abwarten und dann haben wir den ersten Checkpoint endlich. So, okay, jetzt kommen die richtig schwierigen Sprünge. Und ich mache die so im Zickzack, da es mir dadurch wesentlich einfacher fällt, hier durchzurennen, ohne zu stoppen. Und stoppen ist halt wirklich nicht so gut hier, da man dann irgendwann mal Akku verliert. Okay, das war fast sogar ein Fehler. Das war fast sogar ein kleiner Fehler, aber fast, ich habe es schon mal gesagt. Oh Gott, zum Glück bin ich hier, habe ich hier die Maske verloren und nicht ein bisschen später. Ein bisschen später wäre es echt gar nicht mal so gut gewesen. Okay, aber, okay. Ja, nächster Checkpoint auch erreicht. Sehr schön. Sehr schön, meine lieben Damen und Herren. Wir haben den nächsten... Oh Gott. Wieso? Hä? Wo? Hä? Danke. Okay, danke. Wo? Hätte ich da echt im Dunkeln durchgemusst? Jetzt muss ich im Dunkeln durch. Naja, ich bin tot. Ja, passiert halt ab und zu. Dass man stirbt. So, wie viel habe ich denn? Mir fehlt noch eine Kiste. Habe ich da diesen Aku-Aku übersehen, oder... Wieso hat es nicht mehr gereicht? Weil ich bin eigentlich nirgends stehen geblieben. Also nicht wirklich megamäßig lang, so dass man sagen könnte, dass die Zeit deswegen ausging, sondern ich bin eigentlich überall durchgerannt. Okay. Ey, jedes Mal der gleiche Fehler. Ich glaube, im Originalpart bin ich da auch ein paar Mal gestorben und habe genau den gleichen Fehler gemacht. Ich lerne es halt absolut nicht. Ich lerne es überhaupt nicht, meine lieben Damen und Herren. So, jetzt habe ich es hoffentlich gelernt. Und mach den Fehler nicht noch einmal. Aber so wie ich mich kenne, mache ich den einfach noch einmal. Was muss ich denn genau machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss ich da erstmal ein bisschen stehen bleiben oder was ist da los? Was ist da los, meine lieben Freunde? So, okay. Hier können wir durchrennen. Easy peasy. Dann hier. Okay. Ich springe ein bisschen zu weit. So, hier warte ich erstmal ein bisschen ab. So. Jetzt habe ich den Fehler nicht begangen, aber jetzt könnte es sein, dass es von der Zeit mit Akku nicht mehr reicht. So, okay. Nee, das ist das Ziel. Wir haben alle Kisten eingesammelt und damit haben wir theoretisch auch den Edelstein dazu bekommen. Sehr, sehr, sehr schön. Hat doch geklappt. Ich glaube, es ging sogar ein bisschen länger als im Original. Weil im Original habe ich es auch ein bisschen besser geschafft. Also Lights Out auf jeden Fall besser. Jaws of Darkness ein bisschen schlechter vielleicht. Und dieses Level habe ich ein bisschen besser gemacht. Im Original. Aber gut, jetzt haben wir die Level nachgeholt. Ich hoffe, das passiert nie wieder in irgendeinem Let's Play. So wie ich mich kenne, wird es nochmal passieren. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir ein bisschen Feedback ab, wie euch der Part gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Level wieder, was dann auch eigentlich vor diesem Part aufgenommen wurde. Aber es ist halt das nächste Level. Ihr versteht schon. So, wir sehen uns dann bei Castle Machinery. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tüdelü.